Ja, wir haben 5 Tore zu Hause bekommen. Beim ersten Heimspiel, das ist einfach zu viel. Das tut weh. So richtig fehlt mir ehrlich gesagt immer noch die Worte. Wir haben einfach als Mannschaft versagt und ja, das tut einfach weh. Ja, ich denke, wir kommen eigentlich gut rein ins Spiel, machen viel Druck gegen Halle, gehen sogar 1-0 in Führung und dann das, was jetzt am Ende unterm Strich steht, niemals passieren. Weil wir spielen hier zu Hause, haben super Fans im Rücken, die uns pausenlos anfeuern und dass wir dann hier mit 1-5 vom Platz gehen, ist natürlich bodenlos. Es geht weiter, morgen ist ein neuer Tag, wir werden das Spiel analysieren und das Gute ist, wir haben in 2 Tagen das nächste Spiel in Chemnitz und da können wir es einfach nur besser machen. Ja, es muss natürlich eine Reaktion kommen, klar, jetzt kommt Chemnitz, wenn ich es jetzt richtig mitbekomme, haben die gewonnen, deswegen mit 6 Punkten, da müssen wir natürlich dann zusehen, dass wir da weiter punkten, um unser Ziel weiter zu erreichen und ja, müssen einfach jetzt nach Chemnitz fahren mit breiter Brust trotzdem, mit Selbstvertrauen, die Fehler, die wir gemacht haben, aufarbeiten und dann ja, nach vorne schauen, es sind noch genug Spiele zu spielen. Natürlich, es ist ein Derby. Wir wollen einfach, dass genügend Fans ins Stadion kommen. Wir brauchen euch alle. Und ich stehe hier als Mannschaftsteil und es tut uns echt leid. Und gegen den VfL heißt es einfach nur kämpfen, beißen und gewinnen. Erstmal ein Riesenkompliment für die Unterstützung. Und man sieht auch, wenn, selbst wenn gegen Halle 12.500 Zuschauer kommen, die Fans stehen hinter uns und feuern uns weiter an. Und ich hoffe, dass das trotz der 1-5 heute weiter passiert und man wird am Dienstag dann in Chemnitz schon sehen, dass wir uns den Arsch aufreißen und hoffentlich dann gegen Osnabrück dann wieder weitere Punkte einfahren.